Psychiatrische Notfälle, vierter Teil. Wie ist das mit dem Management bei Suizidgefahren? Sogenannte S3-Leitlinie. Suizidalität immer direkt thematisieren, präzise und detailliert erfragen und vor dem Hintergrund von Ressourcen beurteilen. Ressourcen bedeutet, welche sonstigen Flexibilitäten, Kreativitäten, Entlastungen und andere Möglichkeiten hat dieser Mensch. Das konkrete Angebot richtet sich nach den individuellen Risikofaktoren, der Absprachefähigkeit und natürlich der Umgebungsfaktoren. Die Diagnostik schließt die Erfassung der graduellen Ausprägung der Suizidalität, die Abschätzung des aktuellen Handlungsdrucks und die aktuelle Distanzierungsfähigkeit ein. Erwägen einer stationären Einweisung bei immer akuter Suizidgefährdung, medizinischer Versorgungsbedarf nach Suizidversuch, psychiatrische akute Behandlungsbedürftigkeit, wenn zuverlässige Einschätzung des Weiterbestehens der Suizidalität nicht möglich ist und die Etablierung einer tragfähigen therapeutischen Beziehung nicht gelingt. Management bei Suizidgedanken S3-Leitlinie, wenn wir es weiter verfolgen. Kurzfristiges Ziel von Kriseninterventionen bei akuter Suizidalität besteht in intensiver Kontaktgestaltung, aktiver Unterstützung und Entlastung bis zum Abklingen der Krise, wobei eine tragfähige therapeutische Beziehung suizidpräventiv wirkt, also die Kommunikation, der Bezug, die Tragfähigkeit des therapeutischen Bezuges ist das A und O. Nach Untersuchung von Patienten, bei denen Suizidalität bestand, soll kurzfristig maximal eine Woche später geplant werden. Patienten, die einen Folgetermin nicht wahrnehmen, sollen unmittelbar kontaktiert werden, um das Risiko für einen Suizid abzuschätzen. Therapie. Grundprinzipien. Suizidhinweise immer ernst nehmen. Aufbau einer therapeutischen Beziehung. Beurteilung des Suizidrisikos. Ambulant versus stationäre Therapie. Klinikeinweisung. Rechtsgrundlage zum Beispiel Psych-Krankengesetz. Kritisch ist immer zu bemerken, ausgeprägte Suizidalität, also konkrete Suizidpläne sind immer kritisch. Fehlende soziale Integration, sprich Isolation, Einsamkeit, fehlende ambulante Betreuung und schließlich fehlende Bündnisfähigkeit oder Compliance des Patienten. Grundprinzipien. Bei Verzicht auf Klinikeinweisung, Weiterbetreuung sicherstellen, Compliance, feste, zuverlässige Termine, kurze Intervalle, feste Bezugspersonen im sozialen Umfeld, Aufklärung der Angehörigen bzw. Bezugspersonen über Suizidrisiko. Hier in Bindung natürlich von der Schweigepflicht. Kurzer Überblick über medikamentöse Therapie, Einschlafstörungen, die häufig vorkommen, zum Beispiel Zolpidem 10 Milligramm, Gabe von Benzodiazepinen, zum Beispiel Lorazepam 1 bis 2,5 Milligramm. Verordnung von sedierenden Antidepressiva, also runterfahrenden, beruhigenden Antidepressiva. Kleine Packungsgrößen. Unterbringungsnotwendigkeit. Bei Abschluss des Krisengespräches muss die Frage klar und eindeutig beantwortet werden, ob eine geschlossene stationäre Therapie gemäß Psychkrankengesetz notwendig ist. Der Therapeut unterliegt der Garantenpflicht, das heißt einer Rettungspflicht gegenüber dem Suizidenten. Ein Behandlungsvertrag wie auch ein Antisuizidvertrag entbindet nicht von der Garantenpflicht, juristisch also ohne Bedeutung. Notwendigkeit der Dokumentation, dass über Suizidalität gesprochen wurde. Zur Prävention. Die Primärprävention, Verhütung von erstmaligen Suizidversuchen und Suiziden. Strukturelle Maßnahmen, Verbesserung der psychologisch-psychiatrischen Versorgung, aber auch kommunikative Maßnahmen, Verbesserung der Aufklärung der Allgemeinbevölkerung, aber auch der Fachleute. Sekundärprävention,
Verhinderung von Suiziden und Suizidversuchen von Personen mit vorausgehenden Suizidintentionen und suizidalem Verhalten. Natürlich Telefondienste, Suizidpräventionszentren. Wenn wir uns diese Bausteine der Suizidprävention noch mal ein bisschen näher angucken, dann können wir sagen, Suizidprävention besteht auf die allgemeinen Bevölkerung bezogene Strategien, also zum Beispiel Programme, die man ausführt, Verbesserung sozialer Lebensbedingungen, zum Beispiel Arbeitslosigkeit, aber auch Berichterstattung, Presse und Medien, erschwerter Zugang zu Mitteln, um sich umzubringen, aber auch erschwerter Zugang zu Drogen, regulierte Ausgabe von Medikamenten, Hausgas, Entgiftung, Verschärfung der Waffengesetze, Entgiftung von Autoabgasen, Einzäunung gefährlicher Orte und so weiter. Natürlich auch die Aufklärung der Allgemeinbevölkerung, Entstigmatisierung von Suizidalität, Enttabuisierung von affektiver Störung, also depressiven Episoden ganz besonders, aber auch bipolaren Störungen, zum Beispiel Bündnis gegen Depression, Initiative gemeinsam gegen Depression und so weiter. Aber auch so etwas wie Fortbildung niedergelassener Ärzte, Psychologen, Versorgungsoptimierung depressiver Patienten mit Antidepressiva, Phasenprophylaktika, Psychotherapie, Kriseninterventionszentren, Telefonseelsorge, Programme an Schulen und Jugendzentren oder an auf Hochrisikogruppen fokussierte Strategien. Hochrisikogruppen sind Strafgefangene, ältere sozial isolierte Menschen, ältere Männer insbesondere, ältere Menschen mit chronischen Schmerzkrankheiten, Drogenabhängige, Borderline-Persönlichkeitsstörungen, Schizophrenie, Depressivkranke, aus Psychiatrie entlassene Patienten grundsätzlich und stationäre psychiatrische Patienten, schließlich natürlich auch Patienten nach dem Suizidversuch. Wie ist das mit der Krankheitseinsicht? Wie ist das mit der Eigengefährdung oder Einwilligungsfähigkeit? Und wie ist das mit der Fremdgefährdung oder Unterbringung? Rechtlicher Rahmen, also so ein bisschen Gesetzeskunde an dieser Stelle auch. Schutz des Patienten und Dritter, Rechte des Patienten, Geschäftsfähigkeit oder Einwilligungsfähigkeit, Unterbringung, Dokumentation, Schweigepflicht und Betreuung nach der Entlassung. Medizin, ethische Prinzipien. Vier medizinethnische, ethische Prinzipien. Erstens, die Selbstbestimmung des Patienten, seine Autonomie. Information, Aufklärung, Alternativen und Beratung. Zweitens, das Handeln zum Wohle des Patienten. Evidenzbasierte und leitlinienadaptierte Behandlungsqualität. Kontinuierliche Fortbildung der Ärzte. Drittens, Handeln, um Schaden zu vermeiden. Gute Organisation der Behandlung durch die unterschiedlichen Berufsgruppen und technische Ausstattung. Schließlich Gerechtigkeit und Fairness, Datenschutz, Dokumentation, Einsichtsrecht in Behandlungsunterlagen, Gleichbehandlung von Patienten. Wie ist das mit der Geschäftsfähigkeit versus Einwilligungsfähigkeit? Die Geschäftsfähigkeit bedeutet: Nach dem Gesetz sind alle Erwachsenen geschäftsfähig. Der Patient muss vernunftgemäß handeln können, also fähig sein, durch eigenes Denken, kritisches Abwägen, Urteilen und Handeln Rechte und Pflichten wahrzunehmen und in der Lage sein, Rechtsgeschäfte einzugehen. Paragraphen 104, 105 und 1896 BGB. Geschäftsunfähig ist nach § 104 BGB, wer das siebte Lebensjahr nicht vollendet hat und wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden seelischen Zustand befindet. Die Einwilligungsfähigkeit bedeutet: Einwilligungsfähig ist, wer Art, Bedeutung und Tragweite bzw. Risiken der ärztlichen Maßnahme erfassen kann. Sie muss von jedem Arzt vor Beginn einer Behandlung geprüft werden. Einwilligungsunfähig ist, wer Art oder Bedeutung oder Tragweite, also Risiken der ärztlichen Maßnahme, also einer ärztlichen Aufklärung, nicht erfassen kann. Zitat nach Lambert, UKE Hamburg.
Die Prüfung der Einwilligungsfähigkeit. Das Konzept der Einwilligungsfähigkeit setzt sich aus den Begriffen Kompetenz und Kapazität der Rechtsphilosophie zusammen. Sie ist nicht an die Volljährigkeit gebunden und nicht deckungsgleich mit Geschäftsfähigkeit und Urteilsfähigkeit. Einwilligungsfähigkeit muss für jede Behandlung von jedem Arzt überprüft werden. Die Prüfung geht im Einzelnen so: Informationsverständnis und Einsicht, Understanding, Urteilsvermögen, Reasoning, Fähigkeit, eine Wahl bzw. eine Entscheidung zu treffen, Capacity to choose, Fähigkeit, diese Entscheidung zu äußern, Communicate a choice, und die Fähigkeit, eine Situation und deren Konsequenzen zu erkennen und wiederzugeben, Appreciate the situation. Kriterien für freiheitsbeschränkende oder entziehende Maßnahmen nach Unterbringungsgesetz. Das ist jetzt bezogen auf das Land Berlin. Das ist eine Ländersache. Es gibt unterschiedliche Gesetze. Hier ist gemeint das Psychkrankengesetz Berlin 2016 in diesem Fall. Es muss eine psychische Krankheit festgestellt werden, infolge derer eine erhebliche Eigen- oder Fremdgefährdung vorliegt, die nur durch Unterbringung und Behandlung in einer psychiatrischen Klinik abzuwenden ist. Bei Nichtbehandlung besteht eine akute, unmittelbare Gefahr für den Patienten und oder Dritte bzw. deren Eigentum. Die freie Willensbestimmung, also die Einsichts- und die Urteilsfähigkeit des Patienten, muss krankheitsbedingt stark beeinträchtigt oder aufgehoben sein. Die Zusammenhänge zwischen psychischer Erkrankung und drohender Eigen- oder Fremdgefährdung müssen objektivierbar sein und es muss mit einer Besserung des Krankheitszustandes aufgrund der Behandlung gerechnet werden können. Zwangsmaßnahmen. Isolierung und Fixierung oder eine medikamentöse Zwangsbehandlung dürfen nur angewendet werden, wenn sie die einzige Methode sind, um Schaden für sich selbst oder andere vorzubeugen. Sie einen offiziellen rechtlichen Verfahren folgen, also durch ein Gericht kontrolliert werden. Sie nur so kurz wie möglich angewendet werden. Sie in der Krankengeschichte dokumentiert werden und sie unter ständiger Beobachtung von qualifizierten Mitarbeitern stattfindet, also sogenannte 1:1-Betreuung. Schweigepflicht und Offenbarung. Schweigepflicht. Ärzte, Psychotherapeuten, gemeint sind die psychologischen Psychotherapeuten, sind gesetzlich verpflichtet, das Berufsgeheimnis zu wahren. Die Schweigepflicht erlischt nicht mit dem Tod des Patienten. Recht zur Offenbarung. Durch Entbindung des Arztes von der Schweigepflicht durch den Patienten. Durch Vorliegen eines rechtfertigenden Notstandes, zum Beispiel Behandlungsfehler. Bei gesetzlicher Auskunftspflicht, Sozialversicherer, Staatsanwaltschaft, Gesundheitsamt. Bei akuter und unmittelbarer Gefährdung von Leib und Leben eines Menschen, um weiteren Schaden zu verhindern. Und wenn der Patient eine schwerwiegende, anzeigepflichtige Straftat plant. Das sind alles Rechte zur Offenbarung und in dem Fall ein Bruch der Schweigepflicht. Wie ist das mit Erregung und Angst? Erregungsanzeichen, psychiatrische Notfälle, wie gesagt, Steigerung von Antrieb und Psychomotorik, affektive Enthemmung, Kontrollverlust, Gesichtsausdruck, Hin- und Hergehen, Ringen der Hände, Gestikulieren, Äußern aggressiver Inhalte, Bedrohung, gewalttätiges Verhalten, Zerstörungswut. Häufige Diagnosen, die mit Erregung einhergehen. Psychosen, Schizophrene, Schizoaffektive, aber auch Affektive. Persönlichkeitsstörungen, intoxikationsbedingte Erregungszustände, besonders durch Alkohol, Kokain und Amphetamine. Ängstliche Erregung, delirante Syndrome, postoperativ und Alkoholdelir. Unruhezustände gerontopsychiatrischer Patienten. Angstsymptome bei somatischen Erkrankungen. Bei Herzerkrankung, kardiovaskulär, Herzinfarkt, Herzinsuffizienz, aber auch Pulmonal-Lungenkrankheiten, Asthma bronchiale, aber auch Endokrin,
Hypoglykämie, also Unterzuckerung, Hyperthyreose, Schilddrüsenüberfunktion, multiple endokrine Neoplasie und so weiter. Neurologisch bei Enzephalitis, bei ZNS-Tumoren und Epilepsien. Schließlich internistisch Infektionen, Infektionskrankheiten, Fieber, aber auch gastrointestinale Beschwerden und Vergiftungen, vor allem Nahrungsvergiftung oder Nahrungsintoxikationen.